Natürlich ist die Frage, wie kann ein Komponist die Tradition, die zweifellos zeitlose Wahrheiten beinhaltet, auf den Weg nach vorne bringen? Oder eine weitere Frage, die mich bewegt, wie kann ein Künstler, ein Komponist in sein eigenes Inneres blicken, das heißt authentisch sein, und gleichzeitig den Nerv der Zuhörer treffen? Ist vielleicht beides verwandt oder gar dasselbe? Der Mensch besteht ja aus zwei Dimensionen, aus Gefühl und Verstand, Emotion und Analyse. Und beide Tätigkeiten kann er normalerweise nicht gleichzeitig ausführen. Aber in der Musik gehen beide Dimensionen eine Einheit ein. Und ein Komponist muss Gefühl und Verstand gleichzeitig ausüben können. Das heißt, er muss die Emotionen in der Musik mit seinem scharfen Auge durchdringen können. Aber ich habe, je näher man diesem Geheimnis kommt, desto undurchdringlicher scheint es zu werden. Wenn wir eine emotionsstarke Melodie nehmen, oder für mich, wie hier zum Beispiel aus dem zweiten Satz meines Klavierkonzertes, scheint es mir auch, wenn ein Musiker authentisch in sein Inneres blickt, dann kann er dadurch am besten das Innere der Zuhörer für sich selber öffnen. Was den Klangraum angeht, der uns zur Verfügung steht heute, sind das die 12 Töne in der wohltemperierten Stimmung, die über Jahrhunderte sich herausgeschält hat und die wir heute seit Bach ungefähr 300 Jahre zur Verfügung haben. Und die Stimmen gerade in den letzten 100 Jahren waren stark, dass dieser scheinbar kleine Raum nichts mehr bietet, nichts Neues mehr möglich ist. Aber auf der anderen Seite scheint mir, dass gerade dieser kleine Raum doch unendlich viele Möglichkeiten für individuellen Ausdruck bietet. Vielleicht vergleichbar mit dem, was wir heute über Wasser wissen. Wasser, ein scheinbar einfacher Stoff, kann er doch unendlich viele Informationen speichern und wiedergeben, wie wir sehen in diesen Fotografien von Wasserkristallen, Schnee, Eiskristallen, die Unterschiede von Freudetränen und Trauertränen und viele, viele andere Beispiele auch.
Ist es vielleicht nicht so, wie es mir durch viele Aufführungserfahrungen scheint, dass die Erfahrung des Schönen nicht zu Subjektivismus führt, sondern zu Gemeinschaft? Eine Erfahrung, wie ich sie oft hatte, wenn das Sternenballett aus der Orchestersuite Der kleine Prinz aufgeführt wurde, diese Gemeinschaft, die danach entstand, zwischen Musikern, Zuhörern,